und herzlich willkommen oder willkommen zurück auf unserem Kanal Two Cooks One Kitchen. Wir sind Melanie und Sabrina und heute kochen wir gebrannte Mandeln. Gebrannte Mandeln sind so typisch für die Adventszeit und auch für einen Christkindlmarkt. Oh ja, und allein der Duft bringt einen einfach dazu, sie zu essen. Wir zeigen euch heute aber nicht nur eine Variante von gebrannten Mandeln, sondern drei verschiedene. Oh ja, und einmal gibt sie klassisch, einmal mit Baileys und einmal mit Amaretto. Kannst kaum erwarten. Mach ich und auch. Ich würde sagen, legen wir los. Yes, let's go. Prost. Cheers. Als erstes machen wir die klassischen gebrannten Mandeln. Dazu gebt ihr 100 Gramm Kristallzucker, 2 Packerl Vanillezucker, 1 Teelöffel Zimt, eine Prise Salz in eine Pfanne, vermischt es kurz. Dann gebt ihr 100 ml Wasser hinzu, schaltet die Herdplatte auf mittlere bis starke Hitze und lasst das Ganze einmal aufkochen, bis ihr seht, dass der Kristallzucker sich komplett aufgelöst hat. Jetzt gebt ihr 200 Gramm Mandeln hinzu, schaltet die Herdplatte zurück auf mittlere Hitze und nun müsst ihr rühren und ein bisschen geduldig sein. Jetzt seht ihr schon, dass die Flüssigkeit beginnt zu verdampfen und es karamellartig zähflüssig wird. Diese Masse jetzt bitte nicht mit den Fingern angreifen, weil sie ist verdammt heiß und ihr könnt euch sehr leicht verbrennen. Die Masse ist jetzt schon wirklich pickert und jetzt rührt ihr einfach so lange weiter, bis ihr sehen könnt, dass die Mandeln so bröselig werden. Ab diesem Zeitpunkt lasst ihr die Mandeln nur noch maximal eine Minute in der Pfanne, dann gebt ihr sie auf ein Blech mit Backpapier, verteilt sie, damit sie auskühlen können und fertig sind die klassischen gebrannten Mandeln. Für die Variante mit Baileys gebt ihr 60 Gramm Kristallzucker, 1 Packerl Vanillezucker, einen halben Teelöffel Zimt, eine Prise Salz in eine Pfanne, vermischt es wieder kurz, dann gebt ihr 80 ml Baileys hinzu, schaltet die Herdplatte auf mittlere bis starke Hitze und lasst das Ganze einmal aufköcheln, bis der Kristallzucker sich aufgelöst hat. Wenn die Flüssigkeit beginnt so aufzuschäumen, gebt ihr dann 200 Gramm Mandeln hinzu und nun heißt es wieder rühren. Die Baileys-Mandeln werden wieder so richtig klebrig, dann rührt ihr einfach wieder so lange weiter, bis sie bröselig werden. Ab diesem Zeitpunkt lasst ihr die Mandeln wieder maximal eine Minute in der Pfanne, dann gebt ihr sie auf das Blech mit Backpapier, breitet sie wieder aus zum Abkühlen und fertig sind unsere Baileys-Mandeln. Und zu guter Letzt machen wir die Variante mit Amaretto. Dazu gebt ihr 120 Gramm Kristallzucker, einen halben Teelöffel Zimt, eine Prise Salz in die Pfanne, vermischt es kurz, dann gebt ihr 50 ml Wasser, 50 ml Amaretto hinzu, schaltet die Herdplatte auf mittlere bis starke Hitze. Sobald der Kristallzucker sich aufgelöst hat, gebt ihr 200 Gramm Mandeln hinzu und rührt und rührt. Rührt. Wenn die Mandeln wieder beginnen so bröselig zu werden, lasst ihr sie wieder maximal eine Minute in der Pfanne, dann gebt ihr sie auf das Blech mit Backpapier, lasst sie abkühlen, breitet sie ein bisschen aus und fertig ist auch diese Variante. Und so einfach könnt ihr selbst gebrannte Mandeln machen. Fantastisch! Zum Anrichten haben wir es passend zur Weihnachtszeit ein bisschen weihnachtlich dekoriert. Dazu nehmt euch 3 Gläser her, schneidet vom Backpapier kleine Vierecke aus, gebt diese in die Gläser rein und jetzt gebt ihr pro Glas jeweils eine Variante der Mandeln hinein und fertig sind unsere gebrannte Mandeln. Also es duftet hier in der Küche wie am Christkindlmarkt. Wenn man am Christkindlmarkt herumgeht, dann riecht man immer diese leckeren gebrannten Mandeln und kriegt so einen Gusto drauf, dass man sich das sofort kaufen muss. Bei uns gibt es heute 3 verschiedene Variationen von gebrannten Mandeln. Und ich kann es kaum erwarten, schon die erste zu probieren. Das heißt, komm her, Süße, wir müssen uns das wieder ganz genau anschauen. Schaut euch diese gebrannten Mandeln an. Oh, dieser karamellisierte Zucker rundherum. Boah, schaut richtig lecker aus und genau so wie am Christkindlmarkt. Oh, diese gebrannten Mandeln mit den Baileys. Boah, herrlich. Puh. Kannst kaum erwarten zu probieren. Ah, und diese gebrannten Mandeln mit Amaretto, werden auch herrlich schmecken. Also die klassischen gebrannten Mandeln, einfach herrlich. Den Zucker, den Zimt, das schmeckt man so herrlich raus. Und außen sind sie schön knusprig geworden. Ach, herrlich einfach. Und die gebrannten Mandeln mit dem Baileys, das harmoniert einfach herrlich. Die geben
den gebrannten Mann, also dieser Baileys, gibt den gebrannten Mann einfach diesen gewissen Kick. Sehr lecker. Die gebrannten Mandeln mit dem Amaretto. Mandeln, Amaretto, das harmoniert einfach. Herrlich, also richtig lecker. Und für die Winterzeit passen einfach alle drei Variationen super gut. Also man könnte sich in gebrannten Mandeln einfach eingraben, weil es einfach ein super leckerer Snack ist. Und Süße, komm her, probier diese gebrannten Mandeln. Sie werden dich an den Christkindlmarkt zurückerinnern. Das sage ich dir definitiv. Super lecker. In der ganzen Wohnung riecht es nach gebrannten Mandeln. Wir am Christkindlmarkt. Herrlich. Und bitte? Ich überreiche dir zum ersten die klassischen gebrannten Mandeln. Im Christkindlmarkt. Probier geil. Die zweite Variante. Auf die bin ich schon gespannt mit den Baileys. Und Baileys schmeckt mir so gut heraus. Wirklich? Das wollte ich gerade sagen. Ich hätte wirklich nicht geglaubt, dass mir jetzt ein Baileys so gut rausschmeckt, weil ich immer denke, der ganze Alkohol, sicher sind sie nicht alkoholisch, weil der verdampft ja. Aber der Baileys-Geschmack, voll gut. Voll gut. Voll lecker. Und Variante Nummer 3. Amaretto. Sehr lecker. Der Amaretto, der kommt so im Nachgang. Ich sage im Nachgang über Mai, aber beim Nachgang schmeckt mein Amaretto. So leicht hervor, aber ja, es verstärkt halt diese Mandelnote sozusagen. Und im Vergleich aber zur zweiten Variante, zur Baileys-Variante, kommt jetzt der Amaretto nicht so stark hervor wie der Baileys. Und beim Baileys ist er einfach im Vordergrund, weil er sich abhebt von der Mandel. Aber ihr schmeckt es trotzdem im Amaretto, aber er verstärkt, wie du schon gesagt hast, er verstärkt einfach das Mandelaroma, was aber auch sehr gut einfach zum gebrannten Mandel passt. Ja. Also, herrlich. Voll lecker. Sehr leckere gebrannte Mandel. Probiert es zu Hause aus. Es ist wunderbar. Voll. Und ich sage, also, check, oder? Und einen Check für dich. Oh ja, alle drei. Check. Eins. Check. Zwei. Und drei. Also, bringt den Christkindlmarkt-Flair zu euch nach Hause. Genau, und vor allem sich selbstgemachten gebrannte Mandeln, der eignet sich auch super perfekt für ein Mitbringsel oder als kleines Geschenk zu Weihnachten. Oh ja, auf jeden Fall. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare. Auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ganz wichtig, abonniert unseren Kanal. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba. Tschüss. Variante, sondern drei verschiedene Duft von gebrannten Mandeln. Okay. Faxenkäfer? Boah, Faxen ist ein Riesenkäfer. Geh von unseren gebrannten Mandeln weg, ich sag's dir. Das macht der Käfer da auch. Ich zeige euch heute nicht nur eine Schnitt. Drei verschiedene Arten von gebrannten Mandeln. Oh ja! Mandeln! Was haben Mandeln?